Bestätigt es auch. Bestätigt es auch. 6-3 vorne. Ich mache mich gerade fertig für eines der größten Events dieses Jahr für mich, worauf ich mich schon ewig gefreut habe, seit Anfang des Jahres. Und zwar geht's heute wieder in die Mercedes-Benz Arena, aber diesmal nicht zum Eishockey, sondern zum Darts. Der jetzt wegschaltet, weil er sagt, ich mag Darts nicht und ich finde es langweilig und das sind doch nur irgendwelche dicken Menschen, die mit Pfeilen auf eine Dartscheibe werfen. Leute, bitte bleibt dran, ich zeige euch, dass es viel mehr ist als nur das. Kurze Regelkunde zum Dart. Also beim Dart ist grundsätzlich, man hat 501 Punkte und die muss man exakt auf 0 Punkte runterbringen. Wichtig dabei ist, dass man die mit einem Doppelfeld auscheckt. Eine Dartscheibe, ich blende euch hier mal eine Dartscheibe ein. Außen der Ring ist der Doppelkreis und damit müsst ihr auschecken. Wir sind jetzt in der Warschauer Straße angekommen. Ja, hier waren wir schon mal in einem Döner-Vlog. Dieses Mal aber wieder für die Mercedes-Benz Arena hier. Wir haben noch nicht kostümierte Menschen gesehen. Gar keinen eigentlich. Wir sind auch ziemlich zeitlich unterwegs. Ein Bierhut, ein Malke van Gerwensee und da jemand mit einem Deutschlandhut. Noch weitere. Man merkt, wir kommen der Mercedes-Benz Arena immer näher. Da sehen wir einen Phil Taylor, noch einen Phil Taylor und einen Joey Cullen. Peter White war bis zum vorletzten Spieltag immer noch unter den Top 4. Das heißt, bis zum 14. Spieltag wäre er hier in die Mercedes-Benz Arena gekommen, aber er hatte dann ein Entscheidungsspiel am letzten Spieltag gegen Joey Cullen, wo er verliert und deswegen sehen wir Peter heute nicht. Dafür mit dabei sind Michael van Gerwen, Johnny Clayton, der die Vorrunde gewonnen hat, und James Wade. Der Typ macht hier gerade unsere Bestellung fertig. Zack, zack, zack. Und so sieht mein Hotdog aus. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ding schmeckt. Ich frage mich die ganze Zeit, wer mal alles in der Welt ist, Olivia Rodrigo. Hier ist Benz Arena auf Mercedes-Benz Platz. Das ist, glaube ich, die längste Schlange, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Bis auf Impfschlangen am Impfzentrum. Und die stehen alle an für Olivia Rodrigo. Ich habe gerade Elmar Paulke getroffen. Ich blende euch auch gleich ein Foto ein. Und wer ihn nicht kennt, Elmar ist der Kommentator von The Zone, von eigentlich jedem Darts-Spiel, jedem Turnier. Natürlich bis auf ein paar Ausnahmen, aber Elmar ist so ein bisschen das Gesicht von Darts. Achso, und er sagt, heute macht's Clayton. Ich habe übrigens auf Cullen gesetzt. Ich glaube, den hat keiner auf dem Schirm. Ich habe ihn gestern hier, nicht ich habe ihn gesehen, sondern er hat gestern ein Foto gepostet hier auf Mercedes-Benz-Platz. Und er sah schon entschlossen aus, deswegen tippe ich voll auf den. Auf wen tippst du? Bloß nicht Wade. Ey, wir waren die ganze Zeit am falschen Eingang. Wir mussten durch den Medieneingang jetzt rein. Ja, und jetzt sind wir drin. Hier Telefone herausnehmen, ja, falls ihr euch einen Ringtalk recorden wollt. Oh, Max Hoffmann. Na? Na? Wer war denn der? Sorry, I'm that second. Are you ready? Ja, liebe Grüße aus Berlin. Ich muss sagen, ich habe mir zwei sehr gut aussehende Typen hier gekrallt. Alter, ihr seid mal richtig fesch angezogen. Kompliment. Danke, Max. Wir sind jetzt bei unseren Plätzen angekommen. Direkt an der Bühne hier am vordersten Tisch. Im ersten Spiel spielen wir gleich
Joey Cullen gegen Johnny Clayton gegeneinander. Clayton natürlich Tabellenführer, über die Gesamtzeit einfach sehr dominant gewesen. Hat so ungefähr zur Mitte der Saison die Tabellenspitze übernommen und bis dahin hat er es gehalten. Cullen hingegen konnte erst am letzten Spieltag sein Ticket für die Finalrunde hier gewinnen. Mit einem Sieg über Peter White. Ja, was sagst du, wer gewinnt das Spiel? Johnny Clayton. Okay, mal gucken. Ich bin ja für Cullen. Wir haben so lange darauf warten müssen und heute können wir sagen, 11.000 Mann unter einem Dach und zu alles gerade in der Geschichte der Premier League findet das Finale nicht in London statt, sondern hier bei uns in Berlin. Wir wollen zuerst, wer freut sich auf den Rockstar Joe Cullen? Direkt ein T-Shirt gefangen, was ins Publikum geworfen wurde. The reigning Masters Champion. Time to meet the Rockstar, Joe
Wir sind hier gerade hinten, wir holen uns Getränke und haben jetzt das Ende vom Spiel einfach nur hier oben. Ich hab's von Anfang an Johnny, gesagt. Johnny Clayton! Johnny, Johnny Clayton! Nee, ich hab's ja von Anfang an gesagt. Kalin wird heute in Topform, sein und das hat er einfach mal bewiesen. Ich glaube, 1280er hat er gehabt. Mike braucht noch einen Leg zum Sieg und startet mit einer 180 ins Leg rein. Aber Wade auch mit guten Darts jetzt. 48 Rest für MBG. Beide sind jetzt zwei Legs vom Sieg entfernt. Ist das schön? Oh, ist das schön? So was hat man lange nicht gesehen. So schön. So schön. Oh, Michael von Göben. Oh, Michael von Göben. Oh, Michael von Göben. Das letzte. Ja! Ja! Oh mein Gott! Los! 140 von Kallen! Ja! 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 Oh! Noch eine 140 jetzt! Nein! 96 von Kallen! Jetzt eine hohe Aufnahme! Kevin! 96! Jetzt sehe ich beide auf einem Level. Kein Triple für Kallen! Ja! Er trifft! Ja! Zwei Triple! Okay. MBG auf einem Finish gegen den Anwurf. Kallen kommt dran. Er muss es jetzt checken eigentlich. Kann er nicht mehr. Kallen auf 68 Punkten. 68 Punkte. Er hat den Matchstart. Er macht den Matchstart nicht. Michael van Gerwen auf den Doppel 40! Doppel 14! Nein, oder?
receiving the incredible trophy. £275,000 plus £30,000 with bonus. And for the sixth time in his career, we crown him the Kazoo Premier League champion. Das soll es gewesen sein. Ja, Premier League-Sieger Michael, Mighty Mike van Gerwen. Was sagst du dazu? Show Kalle mal geiler gewesen. Hätte auch verdient, ne? Naja, gute Einreise. Ja, also, Like und Abo dalassen, Kommentar dalassen. Willst du noch was sagen? Na, Top-Spiel, Top-Finale, besser geht's nicht. Genau. Peter White, Peter, Peter White, la 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 la. Peter, Peter White, Peter White, Peter, Peter White, la 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 la. Peter, Peter White.